So, es geht weiter und ja, ich muss ganz kurz was trinken. Also, Entschuldigung. So, ja, und es geht weiter mit Let's Play 2007 Part 3. Und mir ist was Schönes passiert. Und das ist eigentlich der vierte Part, aber der dritte Part wurde nicht abgelassen. Ja, ich habe einen Kampf gemacht gegen den Big Show mit Rock Van Dam. Also mit R.E.D. Und ja, der Rock Van Dam hat gewonnen. Dann kam Klavo und der Wari, haben den Big Show angegriffen. Carlito hat ihn eine Rede gestellt und mir noch die Nachricht von Carlito. Von dem hab ich richtig zugehört. Oh, fucking Pissora! Ich wollte schon viel Kohle, damit das klappt. Scheiße, gegen Pissora, das ist doch dieser eine da, der 2007 auf Clayton Benjamins. Ja, 2007 hat er auf Clayton Benjamins seine Mutter, hat er sie geliebt oder so. Irgendwas ist vorgekommen. Dann gab es ein Match und ja, da gab es ein Mensch und die hat eben da Tasche gehauen und da waren Ziegelsteine drin. Ja, den kennen wir ja schon. Und ja. Love is Sex Machine. Fissura. Ja. Früher genannt Mabel, dann Fissura, Anfang 2005 Fissura. Jetzt dann Anfang 2008 Big Daddy Ree. Und jetzt sind nur noch Darren Paul Johnson, der wieder weiß. Der nicht mehr in der WWE spielt, aber gerade eben der Warrior und der Great Khali. Und ja, hier sind wir den Undertaker und mir stellt der Superstar. Ich schätze, das ist der AJ Styles von der TNA und der Kampf geht los. Fissura gegen R.E.D. Komm her! Ich glaube, Sex Machine. Fissura, jetzt gehen wir mal demolieren. Wir sehen den Arm. Oh ja, der Controller ist ausgegangen. Und passiert mir öfters, wenn ich spiele, geht der Controller aus, also der kackt dann so ab. Aber jetzt mal hier gerade mischen. Oh mein Gott, man was da mit dem. Es ist ja dann auch aufgefallen, dass ich manchmal singe. Mein Pizza kriegen jetzt im Herbst. Ja, das jetzt dran. Ja, euch ist aufgefallen, dass ich manchmal singe. Das ist so. Zwar gar keine Krankheit, aber das ist eine Krankheit. Und hier mein Tom. Like and show you, this is our super crazy. Und der steht jetzt eher auf. Alter, willst du mich hier verkackeiern? Komm her.
Pinfall, Warp Break. Pinfall. Vielleicht kommt irgendwann mal jetzt aber einen Together raus von Minecraft. Wenn ich jetzt den Namen sagen darf. Vielleicht kommt irgendwann mal ein Together mit MC Dick raus. Ja, und wenn er will, weil wir hatten mal Krach, aber nicht so toll. Wir matchen jetzt 6 Minuten auf. Ich weiß ja nicht, ob ich noch mit denen Kontakt habe. Würde mich ja sicherlich freuen, wenn ich noch mit denen Kontakt habe. War ja mein bester Freund. Also von Xbox Live. Ja, jetzt mal zu nicht zu den persönlichen Sachen. Well, from my perspective, this is still anybody's man. I'd love to see things from your perspective, JR. But I'd have to get my hands on it. Well, Alter! Ja, geh weg! Geh doch weg, du! Kollege! Weg da! Ui. Das nicht mal einen Frog Splash. Siegen diese Frisauer. Wir sind hier auf dem Bild. Bobby Lashley. Und Mr. Kennedy. Genannt auch Mr. Anderson. Oh ne, jetzt kommt der Big Show! Der Typ, ich kann alles erkennen. Oh, Scheiße! Nein! Big Show is not the kind of man you want to make angry, JR. How the heck is he gonna calm down this angry giant? Wie es weitergeht zwischen Rob Van Dam und unser Freund The Big Show und ob Carlito, Chavo und Daivari uns helfen wird. Ob sie uns verraten. Sehen wir im nächsten Part nach dieser E-Mail. Hey, what's up, Holmes? Chavo here. I guess you had to learn your lesson the hard way, huh? You think you're gonna be able to convince Big Show that you're not with us? You better think again. So what are you gonna do? You wanna team up with us and take him out once and for all? Or are you gonna keep getting yourself chokeslammed? I'm not crazy, I put Carlito and his friend, but I'm going. Und dann werden wir jetzt abgehen. Jetzt bin ich im Computer drin, kann man das speichern? So, wie es weitergeht, ob Chavo uns helfen wird oder nicht. Ob
Blau, da Mari und Kalit uns helfen wird, oder nicht? Und der Big Shot weiter angreifen wird. Sehen wir im Part 4, meine Freunde. Ja, im Part 4. Also, weiterschauen und reingehauen. Ciao.